Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute möchte ich mal in diesem Video auf eine Frage eingehen, die mir in letzter Zeit relativ häufig gestellt wurde. Und dann dachte ich mir, okay, machen wir einfach mal ein ganzes Video dazu. Denn es geht um die Frage, und das wird wahrscheinlich sehr viele Anfänger oder Leute interessieren, die vielleicht mit der Fotografie anfangen möchten, ein bisschen Geld zu verdienen. Wie baue ich mir ein Portfolio auf? Das ist eine sehr interessante und spannende Frage und ich habe mir überlegt, ja okay, da gibt es viele verschiedene Wege. Ich möchte dir heute mal ein, zwei Wege vielleicht aufzeigen. Ich möchte dir vor allem den Weg aufzeigen, wie ich ihn gewählt habe. Mir ist bewusst, dass es wahrscheinlich nicht das Allheilmittel ist und es viele andere Wege auch gibt, die vielleicht sogar noch besser sind. Ich möchte dir aber aus meinen persönlichen Erfahrungen einfach mal so ein bisschen erzählen, wie ich es gemacht habe. Und ich möchte dir aber auf jeden Fall auch raten, dir andere Videos auch noch dazu anzuschauen. Einfach damit du ein Meinungsbild von möglichst vielen verschiedenen Fotografen bekommst und du kannst dir dann selber deine Meinung daraus bilden. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze an Beispiel der Hochzeitsfotografie mache und jetzt verdrehen vielleicht die ersten schon die Augen, ja, Hochzeitsfotografie. Aber ich finde es relativ spannend, weil ich gerade in der Hochzeitsfotografie es sehr, sehr schwierig finde, eigentlich ein Portfolio aufzubauen, während man in der Porträtfotografie, in der normalen Porträtfotografie eigentlich relativ einfach einen Einstieg findet. Ich werde auch immer so ein bisschen auf die Porträtfotografie vielleicht mal rüberschwenken oder auf die Architekturfotografie. Je nachdem muss man mal so ein bisschen gucken. Aber ich finde, gerade in der Hochzeitsfotografie ist es relativ schwierig, sich ein Portfolio aufzubauen. Das hat bei mir auch eine Weile gedauert, aber genau weil es so schwierig ist, möchte ich das eigentlich als Beispiel nehmen, damit du den schwierigen Part eigentlich ja, erzählt bekommst und vereinfachen kann man es dann immer. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Ich fotografiere auch Hochzeiten. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere vielleicht von euch mitbekommen hat. Ich habe auch ein eigenes Instagram-Profil zum Beispiel für meine Hochzeitsfotografie. Es ist jetzt nicht so, dass ich das hauptberuflich mache als Hochzeitsfotograf, aber es ist auf jeden Fall eine Sparte, die ich auch mitbediene. Ich habe so pro Jahr vielleicht so 15 bis 20 Hochzeiten, die ich fotografiere. Sind also schon eigentlich eine ganze Menge, aber es ist trotzdem nicht das, womit ich hauptsächlich mein Geld verdiene und was ich jetzt hauptsächlich eigentlich machen möchte. Trotzdem ist es auch immer wieder schön, Hochzeiten zu fotografieren. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne und ich habe da auch so meinen eigenen Stil gefunden. Es gibt ja viele verschiedene Hochzeitsfotografen, die auch viele verschiedene Stile haben, was ich ja auch sehr, sehr schön finde, weil jedes Paar ja auch einen anderen Stil total schön findet. Und deswegen ist es ja auch so super, dass man dann so eine breite Auswahl an Hochzeitsfotografen hat. Jetzt möchte ich mal von ganz von vorne anfangen. Wie kann man als Hochzeitsfotograf oder als angehender Hochzeitsfotograf sich eigentlich ein Portfolio aufbauen, damit man überhaupt die ersten Aufträge bekommt? Das ist ja relativ schwierig, denn wie soll ich ohne ein Portfolio, wie soll ich ohne, dass ich irgendwas vorweisen kann, einen Auftrag bekommen? Aber andersherum, wie soll ich denn ein Portfolio haben, wenn ich noch nie einen Auftrag hatte? Ja, da beißt sich so ein bisschen der Hund in den eigenen Schwanz. Deswegen hier mal mein Gedankengang für dich, wenn du jetzt anfangen möchtest, zum Beispiel Hochzeitsbilder zu fotografieren in Zukunft. Die große Schwierigkeit bei einer Hochzeit ist ja, dass man nichts wiederholen kann. Gerade bei einer Hochzeit ist es also wichtig, dass du Erfahrungen mitbringst und weißt, worauf du dich einlässt und weißt, wann du welche Bilder zu machen hast. Denn bei einer Hochzeit, wie gesagt, man kann vielleicht den Kuss mal als Brautpaar nochmal wiederholen, aber zum Beispiel der Ringtausch, der ist halt einmalig. Und wenn der halt vergeigt wird, dann hast du ein Problem. Und dementsprechend braucht man da schon auch ein bisschen Erfahrung. Deswegen würde ich dir als Tipp geben, wenn du noch nie eine Hochzeit fotografiert hast und damit aber starten möchtest, such dir einen Hochzeitsfotograf, der schon richtig im Business drin ist, schreib den einfach mal an und sag, hey, könntest du dir vorstellen, dass ich kostenlos als zweiter Fotograf bei ein oder zwei Hochzeiten mal mitlaufe? Das könnte für den Fotografen und auch für das Brautpaar natürlich ein immenser Vorteil sein, weil sie kostenlos eine zweite Perspektive bekommen bei der Hochzeit. Das heißt, selbst wenn du alle Bilder versaust, du machst es ja umsonst, der richtige Fotograf, der sein Business da macht, der macht dir auf jeden Fall die richtigen Hochzeitsbilder. Aber wenn nur 5 Bilder mit dabei sind, die du da schießt, aus einer anderen Kameraperspektive, dann haben die auf jeden Fall schon einen großen Benefit davon und du hast auch einen Benefit davon, weil du diese Bilder dann vielleicht auch für dein Portfolio benutzen kannst. Und was für dich eigentlich der noch viel größere Benefit ist, du kannst einem Profi über die Schulter schauen, wie er so eine Hochzeit fotografiert. Du lernst die Abläufe kennen, du kannst ihn alles fragen, du kannst dir wirklich ein Bild davon machen, wie so eine Hochzeit abläuft und du kannst ihn beobachten, in welchen Situationen er zum Beispiel, in welchen Winkeln er steht, wie er mit dem Brautpaar kommuniziert, ob er überhaupt mit dem Brautpaar kommuniziert, sollte man tun, sollte man aber auch nicht zu viel tun. Ich halte mich zum Beispiel als Hochzeitfotograf sehr, sehr gerne weiter im Hintergrund.
Aber du kannst so wirklich schöne Erfahrungen sammeln und hast nicht den Druck, dass du abliefern musst, sondern du kannst Fehler machen. Und das ist ganz wichtig, gerade am Anfang, du wirst Fehler machen. Jeder macht am Anfang Fehler. Und du hast aber dann nicht den Druck, dass wenn du diesen Fehler machst, dass es dich irgendwie teuer zu stehen kommt oder dass irgendjemand darüber unglücklich ist. Sondern du bist ein zweiter Fotograf, der zusätzlich kostenlos mit dabei ist und der auch noch ein paar schöne Bilder mit dazu liefern kann. Das wäre so mein erster Tipp. Und dann hast du schon die ersten Bilder. Und dann kannst du in deinem Bekannten- oder Freundeskreis mal rumfragen und dich mal umhören. Vielleicht heiratet ja in Zukunft einer. Und dann kannst du deine Bilder, die du da auf diesen ersten ein, zwei Hochzeiten vielleicht schon mal geschossen hast, ein bisschen rumzeigen und vielleicht sagt dann einer, hey cool, mir gefallen diese Bilder, hättest du Bock, meine Hochzeit zu fotografieren? Und gerade so bei Freunden oder Bekannten, da hat man noch nicht so diesen Stress, okay, ich gehe jetzt auf eine fremde Hochzeit mit einem fremden Hochzeitspaar, die erwarten sonst was und dann ist man vielleicht noch ein bisschen aufgeregter, sondern du kennst die Leute, die auf dieser Hochzeit sind. Das heißt, du fühlst dich als Fotograf selber erstmal ein bisschen wohler, das, was schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Und du kannst dich natürlich auch beliebig oft vorher mit dem Brautpaar nochmal treffen, du kannst mit den Sachen absprechen, wie ihr was machen wollt und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Also ich würde dir dann empfehlen, wenn du deine erste eigene Hochzeit wirklich fotografierst, mach das ruhig mal im Freundes- oder Bekanntenkreis, weil du dich dann einfach als Fotograf auch ein Stück weit wohler fühlst. Oder was man auch noch machen kann, sind sogenannte After-Wedding-Shootings. After-Wedding-Shootings, wie der Name schon sagt, also nach der Hochzeit bittet man das Brautpaar nochmal, sich entsprechend zu kleiden und dann kann man auch da nochmal Brautpaar-Fotos machen, ganz ohne Stress, ohne Zeitstress, ohne den Druck, dass da irgendwelche Bilder relativ schnell gemacht werden müssen oder dass die Bilder auch gut werden müssen im Endeffekt, weil es ist halt einfach ein After-Wedding-Shooting, die richtigen Hochzeitsbilder sind ja schon da. Aber man kann diese Bilder auf einem After-Wedding-Shooting jederzeit wiederholen. Und auch das ist eine gute Möglichkeit, wie du vernünftige Bilder für dein Portfolio nochmal erstellen kannst. Wenn ich das Ganze jetzt mal so übertragen würde auf andere Sparten der Fotografie, zum Beispiel in der People-Fotografie, also in der Porträtfotografie, da ist es wesentlich einfacher. Du kannst einfach mal mit Freunden rausgehen und mal probieren, bestimmte Posen nachzustellen, die man zum Beispiel auf Pinterest findet. Da kannst du dir einfach mal googeln, so Porträtfotografie-Posen. Und die kannst du einfach mal zum Beispiel probieren, mit Freunden nachzumachen. Und dann kannst du dich da auch so Stück für Stück hocharbeiten. Wenn die Bilder gut werden von der Bearbeitung und so weiter, dann werden vielleicht auch mal richtige Models auf dich aufmerksam. Dann kann man TFP-Shootings machen, auch mit Models, die du vielleicht am Anfang noch nicht kennst, die aber schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und so kannst du dir Stück für Stück dein Portfolio immer weiter aufbauen. In der Porträtfotografie halte ich das ein bisschen einfacher als in der Hochzeitsfotografie, wie gesagt, weil man da halt nicht diesen krassen Druck hat, dass man genau in der Situation abliefern muss. Und auch in der Architekturfotografie zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Häuser fotografieren möchtest, wenn du Fotos für Immobilienmakler machen möchtest, vielleicht kennst du ja irgendwo im entfernten Bekanntenkreis einen Immobilienmakler. Und dann kannst du ihn auch erstmal fragen, ob du vielleicht mal probieren könntest für ihn kostenlos oder für geringes Entgelt ein Haus oder eine Wohnung mal fotografieren, einfach mal zum Testen, damit du es mal ausprobieren kannst. Du kannst dir vorher viele Videos auf YouTube angucken, du kannst dir auch vielleicht Videokurse kaufen oder du kannst mal einen Workshop besuchen zum Thema Architekturfotografie. Kannst dort dann schon dein Wissen mit einbringen und kannst dir so auch dort dein Portfolio aufbauen. Wichtig ist dann, wenn du 20 richtig gute Bilder hast, dann erstell dir auf jeden Fall auch eine professionelle Webseite, pack da deine besten 10 bis 20 Bilder drauf und dann bewirb das Ganze auch. Und dann hast du auch so langsam den Flow, dass du sagst, okay, du wirst selbstbewusster, du weißt, was du tust in deinem Job und dann kannst du dich auch an Kunden wenden, die du vielleicht noch nicht kennst, wo die auch erwarten dann wirklich, okay, ich buche jetzt hier einen Fotografen und ich möchte dafür auch wirklich richtig gute Leistung haben. Und dann kannst du mit dem Selbstbewusstsein auch rausgehen, hey, ich habe jetzt hier ein richtig gutes Portfolio aufgebaut und jetzt kann ich meine Leistung auch vernünftig anbieten. Das ist ganz wichtig, gerade in der Hochzeitsfotografie, dass du da nicht als blutiger Anfänger reingehst und erwartest, dass dir Leute 1.000 oder 1.500 oder 2.000 Euro für eine Hochzeit bezahlen und am Ende die Bilder halt noch nicht so gut werden, weil du diese Erfahrung noch nicht hast. Dementsprechend, bau es dir langsam auf, versuch dich stetig zu verbessern, versuch aus den Fehlern, die du auf so einer Hochzeit machst, immer zu lernen. Ja, kein Mensch ist fehlerfrei, es wird vielleicht auch immer mal was schieflaufen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Die Frage ist, kannst du das in der Situation vielleicht noch retten? Oder aber lernst du aus diesen Fehlern, kannst du es beim nächsten Mal besser machen? Und das ist ganz wichtig, wie ich finde. Und ansonsten ist es einfach wichtig, dass du immer dran bleibst, dass du probierst, dich immer weiter zu verbessern und dein Portfolio entsprechend auch immer wieder anpasst. Das heißt, wenn du diese ersten 20 Bilder gemacht hast in deinem Portfolio,
dann kannst du natürlich das Portfolio auch immer wieder erweitern bzw. auch Bilder austauschen. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich jedes Jahr in meinem Hochzeitsportfolio zum Beispiel Bilder immer wieder austausche. Also ich gucke dann immer nach einem Jahr so, was habe ich dieses Jahr für Bilder auf Hochzeiten gemacht und sehen die besser aus als die letzten. Meistens ist es so, weil natürlich auch ich mich immer weiter verbessere und dann meistens die aktuellen Bilder einfach am schönsten finde. Und dann auch durchaus mal mein Portfolio wieder aufbessere, austausche und auch erweitere. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video mal so einen kleinen Anhaltspunkt geben, wie du starten kannst. Wie gesagt, es gibt auch ganz andere Wege, wie man das machen kann. Das war jetzt mal so der Weg, wie ich es im Endeffekt gemacht habe, wie ich in diese Sparte reingerutscht bin und wie ich mir das aufgebaut habe. Aber wie gesagt, guck dir auch auf jeden Fall auch andere Videos an von anderen Fotografen. Es gibt sehr viele Fotografen, die auf YouTube auch ihr Wissen teilen und auch erzählen, wie sie ihr Portfolio aufbauen. Aber so eine Meinung, was eigentlich jeder Fotograf teilt, ist das, dass du dein Portfolio nicht zu groß werden lassen solltest, sondern dass du auf deiner Webseite zum Beispiel wirklich nur deine besten Bilder zeigen solltest. Das ist so eine Sache, die erzählt eigentlich jeder Fotograf. Und das stimmt auch. Also die Kunden wollen nicht 200 Bilder durchgucken, sondern sie wollen sehen, kurz und knapp, wie ist der Stil vom Fotografen. Die meisten scannen relativ schnell die Webseiten, die Portfolios der Fotografen, um den Stil zu vergleichen, welcher Stil passt mir gut. Und da ist es halt auch wichtig, dass du einen einheitlichen Stil verfolgst. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp, den ich dir geben kann beim Portfolioaufbau. Achte darauf, dass du einen einheitlichen Stil fotografierst. Nicht nur beim Fotografieren einen einheitlichen Stil, sondern auch in der Bildbearbeitung einen einheitlichen Stil solltest du da beachten, dass du wirklich ein konsistentes Portfolio hast, was wirklich von vorne bis hinten sehr stimmig ist. Das kannst du sehr einfach überprüfen, wenn du mal wirklich die Bilder nebeneinander legst. Also druck dir die Bilder auch ruhig mal aus, die in dein Portfolio kommen. Leg die mal nebeneinander und guck mal, ob die zueinander passen. Ich zum Beispiel habe mir verschiedene Presets in Lightroom angelegt, die ich eigentlich immer wieder in der Hochzeitsfotografie verwende, die immer wieder Anwendung finden. Und dadurch habe ich zum Beispiel einen sehr konsistenten Bildlook in meinen Hochzeitsfotos drin, was ich schon mal sehr, sehr wichtig finde. Und wenn du dann von der Fotografie natürlich auch noch konsistent bist, das heißt, dass deine Bilder eine einheitliche Bildsprache haben, dann hast du auf jeden Fall ein Portfolio, was zusammenpasst, wo die Leute auch sehen, okay, das ist wirklich der Stil von diesem Fotografen. Wenn du da 20 verschiedene Bilder drin hast, die 20 verschiedene Stile widerspiegeln, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig und dann wirst du wahrscheinlich wesentlich weniger Kunden finden, als wenn du deinen einheitlichen Stil durchziehst. Also, das war nochmal ein extra Tipp jetzt am Ende. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Es war jetzt hier eigentlich halt nur mal so ein Laber-Video, so ein Sit-Down-Video, aber ich hätte Bock darauf, das öfter zu machen, einfach mal auch solche Sachen da irgendwie mal, ja, meine Erfahrungen einfach zu teilen. Und wenn du da Bock drauf hast, dann schreib mir einfach auch mal, du kannst mir per E-Mail schreiben oder unten in die Kommentare, über welche Themen ich denn nochmal so erzählen soll. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Also, mach's gut, bis dann, ciao.